Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der BG-Bar mit dem Werner, Leo, Richie, Walter und Boxer. Entschuldigung, Boxer. Hallo. Heiner. Hallo. Heiner. Jetzt wollte ich auch mal Heiner sagen. Jetzt habe ich mal eine Frage, Leo. Ja? Warum nennst du dich eigentlich immer selbst? Hey, macht man das nicht? Nee. Okay, dann zumindest. Naja. Also meine Theorie ist, bitte alle auf anfangen. Leo ist abgehoben, nachdem er Twitch-Partner ist. Ach, das ist ja Quatsch. Oh. Er war schon vorher so. Aber nur im Wasser. So. Immerhin da. Ja. Ja. Mhm. Ihr müsst immer noch düngen, ne? Wir haben die Folge davor gesagt. Und Walter halt kommt doch schon. Was, also, Walter? Spät. Oh nein. Einer? Walter, mach doch mal den Vorteil ab. du hast... Leo, willst du vielleicht mal Stroh sammeln da hinten auf der... Hat er da hinten noch... Nee. Ja, nee. So, ich gucke da nicht hin. Ich mähe jetzt. Ist das in Ordnung? Nee, du kannst Stroh sammeln, ich geh mähen. Okay. Ehrlich jetzt? Ja, ich habe letzte Folge schon Stroh gesammelt. Okay. Alles klar, alles klar. Was geht mit dem Feld noch? Ja, dauert ein bisschen. Synchro ist absolut nicht so cool. Aber wo... Kam das schon ein Update raus, das dritte, ne? Oder das 1.1... Nee, welche Version ist es denn jetzt hier? 1.2. Ladewagen steht am Feld bei, ich glaube, 20. Okay, ja. Leo, du musst dazu sagen, dass er fast voll ist. Er ist fast voll. Der ist kein Problem. Also guckt oben schon alles raus. Ja, Ladewagen steht bereit. Hallo. Alter. Boxer grüßt mich, ne? Boxer ist abgehoben. Ja, ja. Hauptsache, wir müssen Ferguson fahren. Ja, ja. Hast du nicht so einen schnicken Träger, ne? Ich hab so einen schnicken Drescher. Drescher. Da. Ah, jetzt höre ich bei Leo. Ja, ja, ne? Bei Leo. Mhm. Ja. Was? Ich? Guck dir ohne Witz, ey. Halt doch bitte, Mann. Ich bin hier gerade am... Ist das dein Ernst jetzt? Richtig? Warum steht denn da so ein Ladewagen schief? Er wollte den Anhänger und hat das Gewicht einfach abgehängt. Oh nein! Das ist der Anfängerfehler. Ich muss hier umdrehen. Entschuldigung, ich muss hier mal wenden. Zum Glück habe ich meinen Frontlader dabei, dann kann ich euch ja helfen. Ja. Hör auf! Oh. Du bist so ein... Oh Gott! Boxe, warum schmeißt du den Ladewagen um? Weiter. Das ist aber nicht... Das ist aber interessant. Fällt das Stroh jetzt raus um? Nein. Nee. Schade. Ja, siehst du? Hättest du mal Frontlader. Also, den hast du jetzt aber... Das hast du schon öfter gemacht, Walter, kann das sein? Ja, weil da geht immer Kühe schubsen im Winter. Ja. Ja. Boxer, willst du nicht mal raussammeln hier? Der Richie wartet schon die ganze Zeit. Ohne Witz, Junge. Ich bin voll. Wo ist denn der Abfahrer? Ja, Boxer ist irgendwie... Oh nein, Boxer. So, hier kannst du hier reinmachen, wenn du willst. Werner, ist dir eigentlich bewusst, dass dein Frontlader nicht zum Trecker passt, farblich? Das ist egal. Ich bekomme ihn wenigstens ab. Machst du den aber trotzdem nicht weg. Das ist richtig. Soll das eingelagert werden, das Stroh? Wir hatten gerade besprochen, dass wir es verkaufen. Ach so, ja? Da warst du auch schon im Raum hier, Boxe. Bei mir, Alter, mit den... du kannst wieder gehen. Ey, soll ich dir nicht wegstellen? Das... Doch. Willst du da... Genau. Bist du voll? Ja. Okay. Ist das letzte Feld? Ah, kann ich ja selber gucken. Ja, das ist hier nebenan, das ist irgendwie noch. Richie, wolltest du nicht Sand so hier? Mal so. Wollte okay. Nicht jemand mal Stroh wegnehmen? Ja, ich weiß nicht, wo Boxer schon ist. Boxer. Werner, wie viel Geld haben wir? Wir haben 41.000. Werner, kann man denn das? Steig mal kurz in den Walter ein, bitte. Walter. In Walter? In den Walter. Walter, ich muss mal in dich einsteigen, komm mal Alter. Kurz. Na, wenn du in den Walter einsteigen könntest, wäre das auch nicht das Schlechteste unbedingt, aber... Ja, was ist hier? Wollen wir die Bäume hier töten? Oh. Und dann hier eine wunderschöne Grasfläche entstehen lassen? Leo, du musst es aber zugeben, du guckst mein Let's Play, ne? Was? Guckt Holzfäller extrem vielleicht. Das ist die Sosnovka. Das ist ja egal. Das ist das gleiche Prinzip. Bäume wegmachen, damit man schön die Wiese zum Mähen hat.
Ja, natürlich, guck ich. Let's play. Wow, Leo. Ja, wie willst du das wegmachen? Glaubst du da nicht weiter? Prinzipiell mit einer Axt. Aber hol den Axt. Beziehungsweise mit einer Kettensäge. Ja, und dann? Und dann auf den, den Ballenwagen-Dings da drauf und dann wegfahren. Das willst du Malta machen lassen, oder? Wieso? Weil er den Frontlader... Ja, aber wir können den Frontlader von Walter ent... Kannst du nicht entwaltern. Wir können auch das einfach... Das benötigt eine chirurgischen einfach. Was macht ihr denn? Gott. Ja, ich mach jetzt da. Das ist so alles richtig, Richie. Okay. Ja, er war nur macht dir mal den Mod. ihr habt jetzt alle eine Motorsäge. Weiß nicht, ja, ob das gut oder schlecht ist. Ihr könnt es aber auch alle ganz klein schneiden, damit der Hand transportieren. Alles klar, also, Boxer. Es sind ja nur 25.000 Bäume. Ja, kriegen wir das auf den Dings drauf, auf den Gerät? Ja, auf den Ballenwagen? Jetzt habe ich das Rauschen auch gehört beim Leo. Okay, muss ich mal später gucken. Lass mich gucken. Vielleicht stört der Herzschrittmacher. Alter, ich weiß langsam, warum dich niemand mag. Hä? Was ist denn? Ich hab doch jetzt gar nichts gemacht. Das war nur eine Feststellung. Ja, mit dem Wagen ist halt kacke, Leo. Das ist echt kacke. Ja, müssen wir das machen, wie Boxer gesagt hat. Kleinschein und in den Anhänger rein. Das ist noch viel beschissen. Dann lass es. Dann gehen uns langsam die Ideen aus. Was kostet das? Ich kauf uns da was, kein Problem. Was kostet denn der Gerät? Was wir dafür ausgeben, bekommen wir locker mit dem Holz wieder rein. Also ist ein Nullgeschäft. Das heißt, ich kann jetzt mit meinem Rasenmähergerät eigentlich wieder zurückfahren, ne? Du kannst es auch da stehen lassen, wenn du Bock drauf hast. Nee, das sieht scheiße aus. Also ich habe am Händler was abgestellt. Aber das müsste dann... Kannst du auch ich mach das. Setz Walters Gabel zurück. Hast du auch eine Front an der Konsole? Jo. Okay. Walter, du musst stillhalten. Wird aboperiert. Ja, dann... Ja, ich hab die Schaufel dran. Da sind wir ja schon fertig mit der Ernte, wie ich das gerade sehe. Ja, fällt 21 noch. Aber ist noch nicht ganz reif. Also wir müssen mal kurz Zeit verstellen und dann... Du hast eine Schaufel, sagst du? Okay, dann muss ich beide zurückziehen. War das deine, Walter? Mhm. Welchen Frontlader hast du, Walter? FZ60, welchen hast du? Auch den FZ60. Ja, läuft. Walter, musst du genau neben mir stehen, damit genau die zwei Fronten dann zusammen auf der Karte erscheinen? Mongo, ohne Witz. Ja, komm, mach doch. Bestimmt der Falsche. So gewusst. Ja, aber liegt an der Kaufe, der mit dir mit. Ja, ohne Witz, wenn du das verstehst. So mein Schwau. Wo hast du gemäht, Leo? Ich hab noch gar nicht gemäht. So, achso, ist alles zurückgesetzt. Jetzt steht aber alles beim Händler, oder? Kaufst du noch zwei Dingsbums-Gabels? Ah ja. Wie viel Geld haben wir jetzt noch? 15.000. Möge er die Zeit vordrehen. Viel. Warum? Ja. Weshalb? Bis das Feld 21 reif ist. Das hochgestellt, das gibt uns. Doch, noch das, Was brauchst du jetzt schon wieder, Leo? Die Baumstumpffräse bräuchte man noch. Ja, die brauchst du jetzt noch nicht. Okay. Mach das Mähwerk. Das ist doch Boxrecht. Ist egal, Boxer. Was macht denn der Boxer jetzt eigentlich? Warte gerade. Ach, das kann er ja. Ist schon alles gedüngt, angesät und so weiter? Ja. Was wollten wir mit der Gerste machen? Wollten wir die verkaufen oder wollten wir die behalten? Ich hab die jetzt erstmal eingelagert gehabt. Okay, dann lag ich sie auch ein. Du, dann schnapp ich mir auch einen Frontlader und dann komme ich auch zu dem Waldstückchen, Leo.
Soll ich den Ballanhänger dann nehmen oder wie habt ihr das jetzt vor? Nein. Steht ein eigener. Machst du jetzt gerade, Reggie? Warten. Beobachtet das Wachstum des Feldes. Mhm. Walter, hat das jetzt funktioniert mit dem Futtermischen oder eher nicht so? Was meinst du? Hast du das richtige Futter gemischt? Ja, ja, die ganze Zeit. Oder hast du die Walter-Mischung gemacht? Die ganze Zeit. Aber das geht zum Teil ins Kraftfutter rein und zum Teil ins Ja, dann muss das ja falsch gemischt worden sein, oder? Nee, weil es geht auch das Kraftfutter hoch. Ja, Walter ist ja Ingenieur, ne? Der muss ja wissen, was er macht. Hast du die Kombination schon zusammengebaut, Leo? Ja, klar. Ah ja, da ist er. Ich sag mal so. Ja. Ball kann runter. Ist. Wunderlich. Meine Nage Pflanz. Wollt ihr jetzt strickeln? Ist noch nicht reif. Bei mir ist noch nicht reif. Ja, du musst halt auch strickeln. Du musst mal hinfahren. Strickeln. Hä? Was? Ja, die anderen Felder. Geht das jetzt schon? Aber. Ja. Die anderen Felder. Welche Felder? Wow. Andern. So, okay. Kenn ich nicht. Nein. Hast du mal eine Poltergabel ich hab sie schon, dankeschön. Poltergabel, die Woche, ne? Abfahrer, warum ist das denn Poltergabel? Ich brauche einen Abfahrer. Wofür? Hier jetzt. Für den Rest, der noch im Drescher drin ist. Du hast doch einen Fast Track, oder? Wow. Ich freu mich selber. Reggie, bist du vielleicht etwas müde schon wieder? Ja, schon wieder. Warum? Weiß nicht. Eine riskante Superhomme-Wirfer. Aber es hat geklappt, keine Sorge. Faktor ist noch heile. Alles gut. Auto nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Anhänger? Also habe ich jetzt gar nicht geguckt. Leo, hast du geguckt, ob dieser Anhänger diese diese zum Festmachen hat? Hat er. Sehr gut. Banngurke, Dima? Hat er. Ist deiner. Fabio. Egal. Wenn er? Probleme? Kommst ja. Du, wenn du gleich hier hinkommst, bringst du mir ein Heckgewicht mit? Oder ich hab selber nur eins. Ja, deswegen nimmst du zwei mit. Vorne und hinten. Haben wir noch eins am Hof stehen? Ich hoffe das. Ja auch, sonst bekommst du keins. Sonst kaufst du eins. Schon weg vom Händler. Der macht um 1320 zu, Leo. Oh, du musst weiter. Ich hab gerade Richard den Pass checkt, der Weg ist vorbei. Okay. Kann man so ein Eilig. Die heile ankommt. Vielleicht sollst du ihn Headshot machen, abgucken auf dein Hörgerät. Babam, babam. Gibt's da nicht ein Kombi-Set? Bestimmt. Da ist von einer Batterie angetrieben, meinst du? Wo ist denn der gut? Wo ist denn Leo eigentlich? Leo? Oh mein Gott, da unten? Oh nein. Den 9 Volt Block im Oberarm. So. Oh, da muss ich meine Autobatterie nicht mehr setzen. Ja. Im Rentner Porsche. Durch die Gegend. Witzig. Ist es sicherlich? Ah, Richie? Nee. Was glaubst du, was der Leo gerade denkt von dir? Das gleiche wie immer. Das ist ein Bastard. Wenn er die Bäume kippen nicht um. Du hast sie kaputt gemacht. Ach, Leo. Ihr wusst wie, sag ich nur, ne? Bist du ein Baumfeld-Experte, Walter? Werner? Bei mir fallen sie um. Okay. Aber manchmal, so im Forstprojekt habe ich gesehen, fallen sie nicht um. Ja, es gibt eine spezielle Technik. Pingelt immer gegen, dann fallen die. Und die hast du nicht, oder wie? Ich jetzt schon. Okay. Hast du einen Kettensägenführerschein überhaupt? Ja.
braucht man vielleicht? Ja, Richie? Weil der auch fährt. Oh mein Gott. Leo! Ja. Bin gleich da. Scheiner ist das, ne? Ja. Hätten sie. Man kann nur mit 11 km/h striegeln, ist ja krass. Ja, ja. So, aber wir sind mit der heutigen Folge fertig. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.